bis 45 Sekunden vor dem Saisonschlusspfiff mussten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt zittern. Erst dann durften sie in den Meisterfeiermodus umschalten, mit dem mühevollen 22:21, 12:12. Im Nervenspiel gegen Frisch auf Köpingen holten sich die Norddeutschen die ersehnte zweite deutsche Meisterschaft nach 2004. Nach der Schlusssirene am Sonntag sprangen und tanzten die Spieler um Trainer Mike Machulla herum, sie brüllten und weinten vor Freude und Erleichterung. Was ich jetzt fühle, ist egal. Die Jungs haben sich das verdient, nicht nur in dieser Saison, sondern auch durch die Arbeit in den Jahren zuvor, sagte Machulla im TV-Sender bei Sky vor 6300 euphorisierten Zuschauern sichtlich mitgenommen. Für Flensburg, die Stadt und die tollen Fans ist es ein besonderer Tag. 2007 Weltmeister Holger Gleindorf war es egal, wie der entscheidende Sieg zustande gekommen war. Wir Spieler sind jetzt deutscher Meister. Dank des Erfolgs am Sonntag verwiesen die Flensburger in der Abschlusstabelle nach 34 Spieltagen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 2. Den Mannheimern, die zuletzt zweimal die Meisterschaft gewonnen hatten, reichte auch das 28:25, 13:12, gegen den SC DHFK Leipzig nicht mehr, um doch noch den Titel-Hattrick und das erste Double in ihrer Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Es hat für uns leider nicht mehr gereicht, damit müssen die klarkommen, sagte Löwentrainer Nikolai Jakobsen. Die Enttäuschung ist riesig, jetzt tut das richtig weh. Wir waren in einer guten Position, konnten es aber nicht durchziehen. Er wäre lieber Meister geworden, aber der Pokalsieg war auch sehr wichtig für die Mannschaft. Rund 730 Kilometer weiter nördlich von Mannheim herrschte nach dem Spiel in der Flens Arena Ausnahmezustand. Die Zuschauer in der ausverkauften Halle und die unzähligen Fans vor der Arena sangen und tanzten. Die Flensburger Handballlegenden und 2004 Titelträger Lars Christiansen und Jan Holpet brachten die Meisterschale in die Halle. Unter Sektfontänen erhielt Kapitän Tobias Karlsson die Trophäe aus den Händen von Bundesliga-Präsident Uwe Schwenker und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU. Schon lange vor dem Spiel hatte eine unglaubliche Euphorie um die Handballer in Flensburg geherrscht. Dennoch taten sie sich bis in die Schlussphase gegen die nur mit 7 Feldspielern und 2 Torhütern angereisten Göppinger schwer. Erst beim 22:20, 2 Minuten vor dem Ende, standen endgültig die Zeichen auf eine große Flensburger Meisterschaftssause. Wir waren heute fast die ganze Zeit ängstlich, aber ich bin trotzdem stolz, dass wir es geschafft haben, sagte Machulla. Noch einmal durften Torwart Matthias Andersson und der dänische Spielmacher Thomas Mogensen im Flensburger Trikot ran, standen aber diesmal im Schatten des zweiten Schlussmanns Kevin Müller und von Rasmus Lauge. Der 40 Jahre alte Schwede Andersson beendete mit der Meisterschaft seine Karriere, Mogensen kehrt nach 11 Jahren in seine Heimat zurück. Kenten Mahi, Möller, Jakob Heinel und Hendrik Doft Hansen verabschiedeten sich ebenfalls mit dem Titelgewinn aus Flensburg. Für Trainer Machulla war die Meisterschaft ein persönlicher Triumph. Gleich im ersten Jahr nach der Amtsübernahme von Ljubomir Vranjes legte die SG unter der Leitung des 41-Jährigen den Ruf als ewiger Zweiter ab. Nach 2004 waren die Norddeutschen 7-mal Vizemeister geworden. Enttäuschung herrschte bei TV Hüttenberg und TuS N Lübbecke. Die Aufsteiger müssen nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Hessen unterlagen beim EFCup-Sieger Füchse Berlin mit 23:28, 12:15, und beendeten die Saison als Tabellenletzter. Zweiter Absteiger ist Lübbecke nach einem 27:30, 13:11, beim TBV Lembo. Die Eulen Ludwigshafen retteten sich dagegen dank eines 32:29, 16:15, gegen den HC Erlangen. Die zwei vakanten Bundesligaplätze in der Spielzeit 2018-19 nehmen Zweitligameister Bergische HC und die SG BBM Bietigheim ein.